So, hallo Freunde, da bin ich zurück bei Ankh 2. Und ja, wir machen weiter. Ich weiß auch in etwa, wie es weitergeht. Nämlich, wir müssen mit Tara jetzt hier rüber. Ja, egal. Hier rüber. So, dann haben wir hier eine Flucht. Die Frucht ist noch ziemlich unreif. So, und dann haben wir hier hinten... Oh, diese klare Nachtluft. Mein Herz wird leicht. Ich muss an meinen Helden denken. Azeel, der Mann, der auf mich wartet. Was? Azeel? Azeel, mein Held und Retter. Ich bin doch die viel bessere Partie für ihn. Nicht diese tapsige Tara. Die kann er doch sowieso nicht leiden. Na, warte, du Ziege. Ich werde diese klare Nachtluft noch ein Weilchen genießen. Und von meinem Helden träumen. Ja, das macht sie, oder versucht sie zumindestens. Das müssen wir aber vereiteln. Nämlich, hier haben wir eine Fledermaus. Die fliegt einmal da oben hin. Und ja, dann haben wir hier einen Wächter. Mit dem man es sich lieber nicht verscherzen sollte. Genau, hier und ein Abflussrohr. Das Abflussrohr ist zerbrochen. Auch nicht schlimm bei nur einem Regentag im Jahr. Allerdings. Und hier haben wir einen Fledermaus-Misthaufen. Die Fledermaus hat sich nicht gerade um Sauberkeit bemüht. Genau, wir müssen jetzt die Prinzessin da um irgendwie wegkriegen. Und da machen wir einfach Folgendes. Wir nehmen den trockenen Zweig, zünden ihn an. Dirk, jetzt brennt es. Und benutzen das Ganze mit dem Fledermaus-Mist. Der Fledermaus-Mist brennt. Das duftet. Igitt, der Wind hat gedreht und weht vom Nil herüber. Ja, und sie zieht von dann. Das sagst du immer. So, und jetzt sind wir hier unten fertig. Das heißt, wir können wieder zurück. Dummerweise. Du hast aber recht. Schmuel, Shalom, Ephraim. Mein Couscous verklebt aber immer. Verdammt, sie hören mich nicht. Genau, weil sie sich unterhalten. Du musst ihn ab und zu vom Feuer nehmen. Schmuel, und auflockern. Shalom, Ephraim. Verdammt, sie hören mich nicht. Und genau, deswegen benutzen wir einfach die Frucht, um uns mal ein wenig zu Wort zu melden. Ditz! Hoppla, da war ja noch was. Hoppla. Lass mich endlich hoch. Na klar. Na klar. Genau, jetzt können wir endlich hinaufklettern. Schön festhalten, Jungs. Hep, 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 hep. Ah, Tomb Raider ist nichts dagegen. So, jetzt gehen sie alle wieder auseinander und jetzt können wir hier vor. Warte, Tara. Nimm diese Bananenschale, falls es gefährlich werden sollte. Schmuel, damit können wir vielleicht die Träger der Sänfte des Pharao zum Ausrutschen bringen. Aber was soll mir die Schale im Palast helfen? Man kann nie wissen. Es ist immerhin unsere einzige Waffe. Ja, das ist allerdings wahr. Nun gut, mit der Banane bewaffnet sind wir eine ernstzunehmende Gefahr. Wir haben ja erstmal das Putzmittel, das habe ich eben schon gesehen. Hallo, nimm es. Meister Propper poppt so sauber, dass man sich dran spiegeln Putzmann kann. Putzmann ist wohl voreilig getürmt. Vermutlich wurde er beschimpft. Und hier hinten haben wir Champagnerflaschen. Ich nehme eine Flasche mit. Genau, und mit dieser Champagnerflasche können wir der Tara erstmal etwas Gutes tun. Das nenne ich mal eine Verdrehung der historischen Tatsachen. Genau. Und ja, passt auf, was jetzt passiert. Ja. Das geht ihr runter wie Öl. Jetzt haben wir hier noch Fenster. Oben befindet sich eine kleine Klappe. Genau, da müssen wir sozusagen dran. Und da oben ist auch noch die Fledermaus. Die Fledermaus hängt in der Nähe der Fensterklappe. Hier oben haben wir eine Blumenampel. Finde ich lustig, was sie dazu sagt. Erinnert mich irgendwie an Azeel. Ja, ich weiß jetzt nicht warum, aber... Nimm eine Flasche mit. Egal. So, jetzt haben wir die Möglichkeit, mit dieser Flasche... Zack! Die Champagnerflasche, diese Klappe zu öffnen. Das wird aber jetzt nicht so ganz klappen. Blitz! Und die Fledermaus fliegt hinein. Ah! Hilfe! Eine Fledermaus! Oh Mann, schon wieder. Die spielen jetzt Eins, Genau. Zwei,
Drei. Schnick, schnack, schnuck. Hey, immer gewinne ich. Papier wickelt Stein ein und somit muss er rein. Keine Sorge, gleich ist sie weg. Mach sie weg! Genau, und er kommt wieder raus. Das könnten wir jetzt so oft tun, wie wir wollen. Da würde sich nichts dran ändern. Dementsprechend müssen wir dafür sorgen, dass der andere Wächter geht. Ich nehme eine Flasche mit. Und das erreichen wir wie folgt, denn hier vorne haben wir einen Elefantenkopf. Das ist ein Elefantenkopf, der als Abflussrohr funktioniert. Und wenn wir da gucken... Nanu, habe ich da gerade eine Stimme gehört? Genau, er hört nämlich Stimmen. Und das nutzen wir, indem wir jetzt mit ihm reden. Hallo? Schon wieder. Ich höre schon wieder Stimmen. Stimmen. Warum peinigt ihr mich? Juhu. Ja. Ich bin dein Gewissen. Hast du mir irgendwas zu beichten? Beichten? Ich? Nicht, dass ich wüsste. Außer vielleicht das mit dem Steinschere-Papier-Spielen. Wieso? Was ist denn damit? Naja, mein einfältiger Kumpan hier, der hat das Spiel noch nicht so recht geblickt. Er kennt nur den Stein. Und somit kann ich ihn immer besiegen. Deshalb verliert er immer und muss der dämlichen, Verzeihung, hochwohlgeborenen Pharaos Tochter ihre Wünsche erfüllen. Oh, hatte ich eben Prinzessin gesagt? Ich meine natürlich Prinzessinnenbraut. Gut, dann... Genau. Als dein Gewissen sage ich dir, lass deinen Freund gewinnen. Werdet ihr Stimmen mich dann in Frieden lassen? Na klar. Aber sicher. Na gut, dann werde ich das nächste Mal die Schere spielen, anstatt das Papier. Ja, und das ist das Stichwort. Jetzt können wir wieder die Champagnerflasche mit der Klappe benutzen. Und ihr könnt euch denken, der jetzt reinrennt. Ah! Hilfe! Eine Fledermaus! Ja. Oh Mann, schon wieder. Schnick, schnack, eins, schnuck. Eins, zwei, drei. Gut, man kann auch eins, zwei, drei sagen. Hey, diesmal habe ich gewonnen. Tja, dann. Genau. Er spurtet los. Keine Sorge, das haben wir gleich. Oh, so ein starker Mann. Willst du nicht ein wenig bleiben? Nun ja, wenn es meine Pflicht ist. Nanu, wo bleibt er denn? Ja, das kann ein wenig dauern. dann haben wir jetzt hier nochmal die Champagnerflaschen. Ich nehme eine Flasche mit. Genau. Jetzt ist der Weg nach unten frei, denn der andere hier, der bleibt so stur stehen, wie er da steht. Egal, wir können jetzt hier rein. So, und sind jetzt hier unten in der Küche angelangt, aber... Die Tür ist verschlossen. Leider. Deswegen müssen wir den Schlüssel suchen. Jetzt haben wir hier drei Tore, drei Vorhänge. Vorhang auf. Genau. Wir spielen jetzt ein wenig Geh aufs Ganze mit Jürgen Graves. Jetzt gleich kommt der Zong. So, und hinter dem dritten Vorhang mit dem blauen Umschlag finden wir Olga! Hallo? Unglaublich. Bürgerbraterin Olga wurde zur Palastköchin befördert. Sie hatte sicher schlagende Argumente zur Hand. Genau, ihr erinnert euch, Olga, das war diejenige, die im ersten Teil es mit den Katzen so sehr hatte. Und ja, bei ihr können wir die heiligen 10 Kochverbote nehmen. Das sind die 10 Kochverbote. Dann können wir hier den Bratenwender nehmen. Ihr liebstes Werkzeug. Und das hier wäre der Schlüssel für die Küche, nur dummerweise. Wenn sie nichts mehr in der Hand hat, wird sie bestimmt wach. Ja, also brauchen wir irgendwas, was wir ihr anstelle des Schlüssels in die Hände drücken können. Und dazu gehen wir einmal in den Thronsaal. Juhu. So, da sind wir wieder beim Pharao. Hinter dem Thron sieht man den dunklen Nachthimmel. Genau. Und hier oben steht eine Wache. Wer bist du? Und warum schleichst du des Nachts durch den Palast?
Ich bin die neue Küchenhilfe. Ich bin die neue Küchenhilfe und wollte die Fischgräten wegräumen. Dafür verlange ich stichhaltige Beweise. Zum Beispiel ein leckeres Couscous-Gericht. Das dürfte dann ja nicht zu viel verlangt sein. Natürlich nicht. Aber wir brauchen hier erstmal die Fischgräte. Vom Pharao abgeknabberte Fische. Ekliger geht's ja wohl kaum noch. Leckeri, leckeri. So, hier ist, das ist der Thron. Der Stuhl unseres Feindes, des Pharao. Und wenn wir uns die mal angucken, haben wir hier oben einen metallischen Ring. Und den können wir mitnehmen. Wie interessant. Ja. Ja, und jetzt könnt ihr euch sicherlich schon denken, wofür wir ihn brauchen. Denn wir können bei Olga jetzt uns den Schlüssel stibitzen. Und ja. Das wird nicht funktionieren. Ach, Tara. Mensch! Wow, das hat geklappt. Na, meine ich doch. So, und jetzt ist der Weg frei für die Küche. Na, komm schon, Tara. Tara. Mensch! Auf geht's. Der Schlüssel passt. So weit, so gut. Aber den Lokal haben wir immer noch nicht. Wie komme ich wohl in den Keller? Ja, wie wir jetzt hier weiterkommen und letztendlich auch in den Keller kommen. Freunde, das erzähle ich euch im nächsten Teil. Also seid gespannt. NRW Boy 18, adieu.